Hallöchen meine Lieben und willkommen zu meinem Juni-Reset-Video. Es ist wieder Zeit für ein Monthly Reset. Leute, ihr kennt mittlerweile den Deal. Wir setzen uns hier einmal im Monat zusammen hin und machen all das, was man am Monatsanfang so machen sollte oder machen kann. Ich werde meinen Monat planen, ich werde in meinem Bullet Journal meine Ziele setzen, meine Habits setzen, die ich tracken möchte. All das und natürlich auch recappen, wie letzter Monat lief, ob ich alle meine Pläne eingehalten habe. Ich werde wieder über mein Budget reden. Ich werde wieder über die Bücher reden, die ich gelesen habe und lesen möchte im Monat Juni. Und ich freue mich sehr, das alles mit euch zusammen machen zu dürfen. Bevor wir aber mit dem ganzen schönen Teil anfangen, mit dem Plan, mit dem Bullet Journaling, ihr kennt den Deal. Ich fange immer gern mit dem an, was am wenigsten Spaß macht, und das ist der Haushalt. Deswegen fange ich jetzt an, mein Bett zu beziehen, zu staubsaugen, und dann sehen wir uns wieder. Bett bezogen, ich habe gestaubsaugt, ich habe meinen Contentplan für diesen Monat gemacht. Ich habe eigentlich alles ready, bis auf den besten Teil des Videos, which is amazing, und zwar all things Bullet Journal. Es ist Juni, ich habe mir mal wieder ein wunderschönes Vision Board erstellt, beziehungsweise ein Mood Board für den Juni Richtung Sommer. Es ist Sommer quasi. Aber fangen wir an, wie immer, bei einem Recap des vorherigen Monats, und zwar dem Mai. Ich hatte mir im Mai sehr viel vorgenommen und habe nicht alles ganz eingehalten, beziehungsweise nicht alles ganz geschafft, wie ich es mir vorgenommen habe. Which is fine. Ich war auch eine Weile weg. Ich war ja eine Woche in NRW und konnte dementsprechend gar nicht alles so machen, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber das ist voll in Ordnung. Also ich bin überhaupt nicht böse mit mir. Auch die Zeit, die ich frei hatte, habe ich nicht genauso genutzt, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber gehen wir einfach mal die Liste durch. Als allererstes habe ich gesagt, Berlin-To-Do-Liste abarbeiten. Ich habe einige Sachen der Berlin-To-Dos gemacht, aber definitiv nicht alle. Es war aber auch unmöglich, alles zu machen. Also ja, ich habe auch viele andere Sachen gemacht in meinem Urlaub und in meiner Freizeit und habe das jetzt trotzdem einfach mal abgehakt, weil ich habe ja angefangen, die Berlin-To-Do-Liste abzuarbeiten, und ich werde diesen Monat damit noch weitermachen. Und dann hatte ich mir vorgenommen, an den See zu fahren, und Leute, auch das war einfach nicht drin. Es war nicht drin. Und das Wetter war dann auch nicht lang genug, gut genug. Deswegen war der See nicht drin, aber ich möchte gerne im Juni dann an den See gehen. Das werde ich mir dann auch gleich aufschreiben. Dann hatte ich gesagt, ich möchte zweimal in das Pole-Studio, wo ich die Heels-Kurse mache. Leider hat die Trainerin, bei der ich die Heels-Kurse mache, eine Verletzung und fällt gerade aus. Which is annoying for me. Ich meine, es tut mir leid für sie, obviously. Aber deswegen war ich nur einmal dort und auch nicht bei ihr, sondern bei wem anders. Und ich muss jetzt gucken, wie ich das regel und bei wem ich jetzt die Kurse mache, weil sie wahrscheinlich auch länger ausfallen wird. Und ja, macht mich ein bisschen traurig, weil ich extra für sie diese Credits gekauft habe. Aber well, it is what it is. Habe ich aber trotzdem abgehakt, weil ich war ja einmal da. Dann hatte ich mir vorgenommen, einmal einen 1-Stunden-Lauf zu machen. Und ich glaube, das habe ich direkt am 9. Am 9. habe ich den 1-Stunden-Lauf gemacht. Ich habe es geschafft. Ich habe fast 9 Kilometer gemacht in dieser 1 Stunde. Ich war richtig proud of me. Ich glaube, das möchte ich jetzt einmal im Monat versuchen. Also ich meine, wie gesagt, ich kann es mir nicht vornehmen, weil ich finde, so 1 Stunde laufen ist schon anstrengend und viel. Und ich finde, man kann sich das nicht vornehmen, sondern es ist einfach, wenn es ein guter Tag ist, dann läuft man, dann merkt man das und dann sagt man mittendrin so, okay, let's go, ich mache irgendwie diese 1 Stunde jetzt. Aber ja, habe ich gemacht. Dann wollte ich eigentlich 4 Bücher lesen, habe ich nicht geschafft. Ich bin ehrlich, meine Screentime war ein bisschen zu hoch diesen Monat. Ich war ein bisschen zu viel am Telefonieren, am Leute treffen und hatte weniger Zeit zum Lesen.
Habe deshalb nur 3 Bücher geschafft. Habe ich aber trotzdem abgehakt. Und ich habe mir auch gedacht, ey, ganz ehrlich, wenn ich die 50 Bücher dieses Jahr nicht schaffe, das ist nämlich mein Overall-Ziel dieses Jahr, so be it. Wenn es 48 Bücher sind, trotzdem stark. Also, please. Alles ist gut. Lesen ist ein Hobby. Dann wollte ich auch 4 Videos hochladen. Ich habe eine Woche geskippt, weil ich unterwegs war in Bochum und ich kein Material hatte und auch dann nicht filmen und schneiden wollte, als ich in Bochum war und in Köln. Deswegen gab es nur 3 Videos. Aber auch da, ich bin stolz auf mich. Ich bin dankbar für das, was ich schaffe, für das, was ich mache. Ja, ich bin schon immer eigentlich gut dabei, mache viele Sachen und kann stolz auf mich sein. Und dann hatte ich mir noch vorgenommen, zum Yoga zu gehen. Und ich war beim Yoga, Leute. Ich war beim Yoga. Ich habe eine Stunde genommen und zwar nach meinem Urlaub, um einfach mal wieder runterzukommen. Alter, Bobby. Um einfach wieder runterzukommen, um ein bisschen Zeit für mich zu nehmen, um zu meditieren. Und das war eine super schöne Stunde und ich war richtig happy. Und ich glaube, ich habe noch 3 offene Classes dann dort, worauf ich mich auch sehr freue. Also vielleicht mache ich ja im Juni auch nochmal eine Yoga-Class. So, meine Lieben, das waren meine May-Goals. Ich muss sagen, ich bin stolz auf mich. Ich habe eigentlich fast alles abgehakt, auch wenn die Anzahl der Dinge sich vielleicht reduziert hat hier und da. Aber auf jeden Fall war es kein schlechter Monat, sagen wir es so. Was wirklich schlecht lief, sind meine Habits. Ach du Scheiße. Also Sport war auch sehr unregelmäßig. Meditation habe ich 1, 2, 3, 4, 5 Mal gemacht im Mai. Ich habe mich recht gut ernährt, das ist schon mal ein Pluspunkt. YouTube habe ich auch, ja, eigentlich ganz normal, halt nur die eine Woche nicht. Screentime unter 3 Stunden habe ich nicht an einem einzigen Tag geschafft. Ich habe das früher ständig geschafft. What the fuck? Naja, gerade andere Prios. Und waking up at 6 a.m. auch nur 2, 4, 6, 8 Mal. Und davon war nicht immer Punkt 6 Uhr, sondern ich habe auch 6.30 Uhr dazu gezählt, weil ich mir dachte, okay, das ist irgendwie auch noch 6 Uhr. Ja, aber die Habits waren diesen Monat ein bisschen katastrophal. So, und damit machen wir uns an die Pläne für Juni. Wie gerade schon gesagt, ich würde unfassbar gerne an den See gehen. Auch so picknickmäßig, lesenmäßig, mit Freunden, im Bikini da chillen. Oh, ich muss an den See auf jeden Fall diesen Monat einmal. Ich habe auch auf meinem Vision Board so mit Friends picknicken und den See und Eis essen. Oh mein Gott, ich war jetzt so oft Eis essen schon in NRW und auch in Berlin. Oh, ich liebe es. Ich liebe Eis essen über alles, wirklich. Ich schreibe mir das jetzt auch auf. Eis essen. Eis essen, so viel ich kann. Dann habe ich Anfang Juli einen Pole-Auftritt, für den ich jetzt im Juni obviously lernen möchte noch, üben möchte. Deswegen nehme ich mir das auch vor, für den Auftritt üben. Ja, die Choreo üben. Das wird gut. Das wird richtig gut. Ich freue mich unfassbar auf diesen Auftritt. Vor allem, weil ich das erste Mal alleine auftreten werde. Es ist von der Geburtstagsfeier vom Pole-Studio. Also es ist kein großes Event oder sowas. Aber es ist ja trotzdem irgendwie was Besonderes, für Leute aufzutreten. Und dann auch noch alleine. Und ich freue mich aber so sehr, weil ich weiß dann, wenn Leute jubeln, dann jubeln sie für mich. Ja, das wird cool. Berlin-To-Dos abarbeiten. Also es ist irgendwie immer noch auf meiner Liste. Noch ein paar Berlin-To-Dos. Also das ist jetzt gerade eher so eine Bucketlist-mäßig. Wisst ihr? Also es sind jetzt nicht so die Pläne, die krassen, aber so Bucketlist-mäßig. Naja, dann halt wieder die üblichen Sachen wie 4 Videos hochladen. Ich nehme es mir einfach vor. Auch wenn es ambitious ist. Ich mag es mir einfach immer wieder ambitious Sachen vorzunehmen. Und auch 4 Bücher lesen. Und auch 2-mal zu Heels-Classes gehen. Und auch einmal zum Yoga. Because it's good for me. Und ein Stundenlauf, richtig. Das ist meine ambitious Liste. Also ich habe meine Bucketlist, meine Freizeitliste quasi und meine ambitious Liste. Aber finde ich gut. Ich mag das, so eine Mischung zu haben. Wie versprochen, möchte ich auch noch kurz über mein Budgeting nochmal sprechen. Das war ja jetzt Monat Nummer 2, in dem ich das ausprobiert habe. Und so ist die Bilanz. Ich habe tatsächlich überall mein Budget ausgereizt, außer bei den Büchern. Aber es waren jetzt, glaube ich, 4 Euro, die übrig geblieben sind oder so. Und to be honest, habe ich, glaube ich, auch 1, 2 Euro mal overspendet. Also all in all habe ich mein Budget aufgebraucht. Aber ich habe nicht darüber hinaus ausgegeben und ich muss wirklich sagen, ich komme so gut mit diesem Konzept zurecht. Also, falls ihr es noch nicht wisst, ich habe mir Budgets aufgeteilt für Essen gehen, für Bücher, für Klamotten, für Freizeit und für Sonstiges. Das sind quasi die 300 Euro, die ich übrig habe zum Ausgeben, wenn man meine Fixausgaben und mein Einkommen berechnet. Und es funktioniert für mich sehr gut, weil ich möchte ja Geld sparen, aber ich möchte auch mir Sachen kaufen können und muss aber wissen, in welchem Rahmen ich das kann oder ja, wie viel ich noch auszugeben habe.
Und Monat 2 war auch ein voller Erfolg. Und deswegen habe ich jetzt natürlich auch diesen Monat auch wieder eine Budget-Page gemacht. Ich habe auch schon ein bisschen was ausgegeben. Ich habe mir, was waren die 15 Euro nochmal? Ah, ich habe mir Piercings bestellt und ich habe mir eine Powerbank bestellt, ein Kabel. Deswegen ist schon einfach über ein Viertel meines sonstigen Budgets weg. Ja, so schnell kann das gehen. Aber ich bin echt zuversichtlich und es ist wirklich toll und cool und schön, dass das irgendwie funktioniert. Spare damit auch einfach mein Geld, weil ich halt eben in meinen Fixausgaben schon Geld mit reingerechnet habe, was ich zur Seite legen möchte. Da bin ich sehr, 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 sehr happy mit. Ich bin gerade am Überlegen, was ich mit den Habits diesen Monat mache. Einfach weil ich gemerkt habe, dass zum Beispiel diese 3 Stunden Screentime bei mir gar nicht funktioniert haben letzten Monat. Und ich überlege halt, ob das überhaupt Sinn macht, das gerade zu tracken oder nicht. Aber to be honest, fallen mir gerade auch nicht die Habits ein, die ich tracken möchte. Ich glaube, es ist gerade einfach eine Phase und jetzt auch Richtung Sommer hin und nach der Trennung immer noch eine sehr unruhige Phase, wo ich halt einfach nicht die Priorität darauf habe, alles perfekt zu machen und alle meine Habits immer einzuhalten. Ich habe sehr gesunde Habits und ich habe sehr gesunde Routinen, die ich ja auch durchziehe und auch angepasst durchziehe, wenn ich zum Beispiel auf Reisen bin oder wenn ich mal weniger geschlafen habe oder wenn ich länger schlafen möchte oder was auch immer. Also ich kriege es auf jeden Fall immer hin, meine Habits und meine Routinen irgendwie anzupassen und das Wichtigste zu machen. Aber ich glaube, es ist gerade einfach keine Prio, gewisse Habits durchzuboxen, wie zum Beispiel das mit den 2 Stunden Screentime. Also ganz ehrlich, wenn ich halt am Handy daddeln will, dann will ich halt am Handy daddeln. Und ich bin halt gerade hier in Berlin und ich habe gerade unfassbar viele Freunde, die halt woanders sind oder schreibe mit vielen Menschen, telefoniere mit vielen Menschen und da ist halt dann die Screentime einfach hoch. Und auch mit den anderen Habits, also Sport ist mir natürlich sehr wichtig, aber es ist halt auch einfach schon sehr integriert in mein Leben. Gesund essen sowieso auch, YouTube auch und das Meditieren, ja, das möchte ich schon gerne wieder öfter machen. Vielleicht muss ich aber mir auch einfach mal wieder ein Habit vornehmen, was halt ein bisschen langsamer ist und ein bisschen achtsamer ist. Also zum Beispiel auch sowas wie jemand anderem was Gutes tun. Ich glaube, das möchte ich mit aufnehmen in meine Habits. Vielleicht tausche ich nur Screentime zu etwas Gutes für jemand anderen tun aus. Ja, das um 6 Uhr aufwachen. Ich behalte es mal drin. Ich behalte es mal drin, weil ich möchte ja trotzdem auch weiterhin ins Gym gehen und sowas. Und dafür muss ich halt um 6 Uhr aufstehen. Genau, also werde ich wieder die gleichen Habits wie letzten Monat tracken, nur dass ich eins austausche und ein bisschen achtsamer versuche zu leben und weniger Habits durchboxe, die gerade einfach nicht so die hohe Priorität haben. Das heißt, meine Habits werden sein Sport, Meditation, Healthy Food, YouTube, jemand anderem was Gutes tun und um 6 Uhr aufstehen. Nice. So. And now, lass uns über die Bücher reden, die ich im Mai gelesen habe. Wie vorhin schon erwähnt, habe ich diesen Monat nur 3 Bücher gelesen, aber ja, 3 Bücher sind 3 Bücher, ne? Was soll ich sagen? Übrigens, Leute, mein Kindle sieht einfach immer noch so süß aus. Ich lieb's. Ein kleiner, feiner Stapel plus das Kindle an Büchern, die ich gelesen habe im Mai. Das erste Buch, was ich im Mai gelesen habe, ist Finally. Und es ist der 3. und letzte Teil der Caraval-Trilogie gewesen, welches nochmal die gesamte Vorgeschichte von Caraval und Legendary zusammengefasst hat. In Caraval geht es um Scarlet, in Legendary geht es um Teller und hier geht es um beide. Und beide Storylines werden noch zusammengeführt, beendet. Das große Finale halt eben. Es wird immer magischer, also während Caraval noch recht harmlos war, was Fantasy angeht, wurde es in Legendary dann schon ein bisschen abgedrehter oder intensiver, was die Magie anging. Ich möchte nicht spoilern, deswegen sage ich nicht zu viel. Und hier haben sich eben alle Sachen geklärt. Es gab einen Plot, den ich einfach super unnötig und weird fand. Also ich komme gar nicht damit zurecht, wenn Leute einfach random und unnötig sterben. So, I was a little bit confused. Und ich muss auch sagen, dass ich die Story an sich, es war okay, aber ich finde, die Reihe hätte noch viel mehr Worldbuilding gebraucht, um wirklich eine gute Reihe zu sein. So, sie war nicht schlecht, aber ich habe allen 3 Büchern und auch diesem Buch 3 Sterne gegeben. Einfach weil mir sehr viel Tiefe gefehlt hat, sehr viel, hat mir was gefehlt. Ich weiß auch nicht, aber mir hat was gefehlt. Es war ein Fun Read, so, es war irgendwie süß und funny und hat auch Spaß gemacht zu lesen. Ich habe ja auch schon im letzten Video gesagt, dass die Autorin, also Stephanie Garber, es sehr gut hinbekommt, Sachen zu beschreiben und ich sehr viel Bilder in meinem Kopf habe, während ich die Bücher gelesen habe. Aber darüber hinaus hat mir vieles irgendwie gefehlt. Und deswegen 3 Sterne. Ich bin sehr gespannt, weil das ist ja die Vortrilogie quasi zu Once Upon a Broken Heart. Und ich habe schon gelesen, welcher Charakter in diesem Buch halt vorkommt, der auch in diesen Büchern vorkommt. And I am really excited. Und ich bin gespannt, ob mir das besser gefallen wird oder ob es
genauso sein wird wie mit Caraville, dass mir irgendwie Tiefe fehlt. Aber vielleicht habe ich ja dadurch schon gut Worldbuilding vorausgegriffen und kann dann besser in dieses Buch starten. Ich muss sagen, ich war im Mai irgendwie generell dann in so einer kleinen Leseflaute, weil ich halt eben irgendwie 5 Bücher am Stück gefühlt schon, oder 4 Bücher, mit 3 Sternen bewertet habe und die irgendwie alle mich nicht so komplett abgeholt haben. Und ich war irgendwie ein bisschen enttäuscht von meinen Reads und auch das nächste Buch, was ich gelesen habe, war kein Riesenhit. So viel schon mal vorweg. Und zwar habe ich jetzt nächstes King of the Lost gelesen auf meinem Kindle Unlimited. Der 4. Teil der King of Sins Reihe von Anna Huang. Und wie ihr vielleicht wisst, ich liebe die King of Sins Reihe. Ich habe schon 2 Bücher und 5 Sterne gegeben aus dieser Reihe. Und dann habe ich King of Sloth gelesen und ich weiß nicht, ob es an der Leseflaute lag oder nicht, aber ich hatte auch hier das Gefühl, es fehlt etwas. Es hat ein bisschen Tiefe gefehlt. Es geht in King of Sloth nämlich um Sloane, die quasi PR-Agentin ist und einen Kunden hat, der sehr anspruchsvoll ist, ein anspruchsvoller Billionär halt eben. Und es ging schon wieder um, vielleicht liegt es auch daran, es ging schon wieder um so ein Erbe und um bestimmte Clauses, die erfüllt werden müssen, damit er sein Erbe antreten kann. Und vielleicht hat mich ein bisschen zu sehr an die Dreamland Billionaires Reihe erinnert, die ich echt scheiße fand. Aber irgendwie hat mir ein bisschen Tiefe gefehlt. Ich finde auch, dass die Romance zu schnell angefangen hat. Also ich hätte viel mehr einen Slow Burn erwartet, aber irgendwie war es sehr, sehr schnell, dass sie auch ja angefangen haben zu daten oder beziehungsweise gesagt haben, hey, wir machen ein Dating Trial, wir machen 3 Monate, die wir testen. Ja, I don't know. Also vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich jetzt schon zu viele Anna Huang Bücher gelesen habe und die alle recht ähnlich sind. Also es ist immer recht ähnlich aufgebaut. Es gibt halt immer wieder irgendwelche Konflikte, die recht ähnlich sind. Also es war auf jeden Fall kein schlechtes Buch. Aber es hat mir einfach ein bisschen Tiefe gefehlt und auch wieder so ein bisschen Interconnection. Also zum Beispiel bei Sloane hat man kaum Interaktionen mit anderen irgendwie gesehen. Das fand ich irgendwie ein bisschen traurig und auch bei den anderen Büchern anders. Also da waren viel mehr die anderen Mädels involviert. Aus dieser Freundesgruppe zum Beispiel waren sie jetzt hier auch, aber halt nicht so intensiv, hatte ich das Gefühl. Ja, und es ist mir auch irgendwie, merke ich gerade, nicht so viel hängen geblieben. Ich muss noch mal kurz gucken, weil entweder habe ich dem Buch 3 oder 3,5 Sterne gegeben. I need to check. 3,5 Sterne. 3,5 Sterne habe ich dem Buch gegeben. Also es war gut, es war nett, aber ja, es hat mich jetzt nicht so komplett abgeholt. Ich kann die King of Sins Reihe trotzdem wärmstens empfehlen. Also es ist wirklich... Ah, und die Spy-Szenen. Mir ist keine im Kopf hängen geblieben. Das war bei den anderen King of Sins Büchern definitiv anders. Da sind mir die Szenen sehr gut im Kopf hängen geblieben. Just saying. Bei King of Sloth eher nicht. Und das letzte Buch, was ich gelesen habe, ist Funny Story von Emily Henry. Mein erstes Buch von Emily Henry, was ich gelesen habe. Und was soll ich sagen? Ich war begeistert. Wie gesagt, ich war in einem kleinen Reading-Slump. Ich war sehr enttäuscht von den Büchern, die ich gelesen habe irgendwie. Also beziehungsweise ich war enttäuscht, dass nichts dabei war, was mich wirklich abgeholt hat. Und auch am Anfang von diesem Buch war ich so, naja, ich weiß nicht. Aber im Laufe der Story, also es geht um Daphne und um Miles. Und Daphne war verlobt, wollte heiraten, aber ihr Verlobter ist mit seiner Kindheitsfreundin zusammengekommen, welches die Freundin von Miles ist. Das heißt, Daphne und Miles waren auf einmal beide Single, hatten keinen Ort, wo sie bleiben können alleine. Und deswegen ist Daphne bei Miles eingezogen. Das heißt, es gibt hier ein Roommates-to-Lovers-Trope und ein Forced-Proximity-Trope. Und ich fand's ultra süß. Ich fand's ultra süß, weil einfach Miles wirklich ein absolut liebenswerter Mensch war, der sich so viel Mühe gegeben hat, der so viel dafür getan hat, um Daphne glücklich zu machen. Und das einfach nicht, weil er nett sein wollte, sondern weil er das auch machen wollte, so. Also es ist wirklich, wirklich richtig süß. Und ich muss sagen, über das Buch hinweg dachte ich die ganze Zeit so, ja, vielleicht 4 Sterne. Aber das Ende hat es für mich nochmal komplett rausgeholt. Weil bei den meisten Romance-Büchern gibt es ja so eine Third-Act-Breakup. Also wo irgendwie irgendeine Miscommunication stattfindet und irgendein Konflikt ist, wo man sich eigentlich immer denkt, boah, redet doch einfach drüber. Und in diesem Buch gibt es halt wirklich mal einfach einen richtig realen Konflikt, der halt nicht so einfach ist von wegen, ja, redet doch einfach miteinander. Und ich fand das sehr schön und auch sehr menschlich. Und ich fand die Probleme in diesem Buch sehr schön und menschlich. Und auch Freundschaften. Das Thema Freundschaften wurde auch total aufgearbeitet in diesem Buch, weil sie halt eben auch irgendwie alle ihre Freunde verloren hat nach der Trennung und dann eine neue Freundin macht und dann halt irgendwie den Geburtstag vergisst, dann schlechtes Gewissen hat. Und auch diese Aufarbeitung davon ist einfach so schön menschlich gewesen, dass ich diesem Buch 5 Sterne am Ende gegeben habe, weil ich es einfach
einfach wirklich, wirklich toll fand und auch wirklich, wirklich gerne gelesen habe. Ich glaube, ich hätte es auch nochmal lieber am Stück gelesen. Also ich hatte einfach das Buch ja auch mit auf Reise und sowas. Ich hatte dann einfach zwischenzeitlich Tage, wo ich einfach nicht viel gelesen habe oder gar nicht gelesen habe. Das heißt, ich hatte es so ein bisschen verstückelt gelesen. Es war einfach toll. Also es war wirklich einfach toll. Emily Henry ist eine tolle Autorin, also kann sehr gut schreiben. Gefällt mir sehr gut. Und ich bin sehr gespannt, noch mehr Bücher von ihr zu lesen. Und damit kommen wir auch schon zu den Büchern, die ich im Juni lesen möchte. Was ich angefangen habe, weil ich einfach total Bock hatte auf Mystery-Thriller-mäßig, ist As Good As Dead. Das ist der dritte Teil der Good Girl's Guide to Murder-Reihe und ja, Trilogie. Also ist das letzte Buch auch in der Reihe und ich bin sehr gespannt. Es ist ein sehr dickes Buch. Es sind 550 Seiten. Heide Witzka. Aber ich bin sehr gespannt, what's happening. Ich hoffe, dass es mich ein bisschen aus meinem Reading-Slump auch nochmal letztendlich wirklich rauszieht, weil ich glaube, ich habe einfach viel ähnliche Bücher gelesen und das ist jetzt nochmal was ganz anderes und ich freue mich drauf, das zu lesen. Ich freue mich auch auf die anderen Holly Jackson Bücher noch. Also ich würde unfassbar gerne auch The Reappearance of Rachel Price lesen und auch Five Survive. Ja, aber erstmal das. Erstmal das, die anderen Bücher habe ich auch noch gar nicht. Was ich, glaube ich, jetzt auch im Juni lesen möchte, ist ein bisschen Richtung Sommer gedacht. Just for the Summer von Abby Jimenez. Davon habe ich auch nur Gutes gehört. Hier geht es um zwei Leute, die quasi einen Curse haben, dass immer, wenn sie ein Breakup haben, die andere Person kurz danach ihren Soulmate findet. Und beide haben irgendwie diesen Curse und das klingt einfach nach einer lustigen Prämisse. Und ich habe einfach richtig Lust, dieses Buch zu lesen. Vor allem jetzt, wenn es so Sommer wird. Und was ich eigentlich auch ganz gern demnächst mal lesen würde, ist The Seven Husbands of Emily Hugo. Boah, die Schrift ist so winzig. Ach du Scheiße. Aber auch hier habe ich nur Fantastisches von gehört und würde es sehr gerne mal lesen. Ja, vielleicht schaffe ich das ja im Juni. Vielleicht auch nicht. Und auf meinem Kindle werde ich sicherlich auch noch irgendwas lesen. Also ich glaube, das sind jetzt so die Bücher, auf die ich mich am meisten freue oder auf die ich auch am meisten Bock habe. Vor allem auch Abby Jimenez. Vielleicht werde ich auch Bock haben, noch ein anderes Emily Henry Buch zu lesen, weil ich habe noch Happy Place und Book Lover, welche ja auch voll den Summer Vibe haben. Also vielleicht wird es auch was davon. I never know. Because I'm mood reading, as always. Okay, Leute, und an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Danke, dass ihr den Monat mit mir resettet habt. Falls ihr übrigens irgendwelche Wünsche habt, was ich noch in diesem Monats-Reset-Video zeige oder mache, dann schreibt mir das gerne. Ich bin immer offen für Ideen und für Wünsche. Und ich würde sagen, habt einen guten Start in den Monat. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bye, bye. Thank you.